Präsident Lammert, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin den Linken eigentlich dankbar, dass Sie das Thema mit dem Antrag auf die Tagesordnung gebracht haben. Es ist ja auch das gute Recht der Opposition, auf Schwachpunkte hinzuweisen. Und das Thema, um das es heute geht, ist ein Schwachpunkt im wahrsten Sinn des Wortes. Also dass zum Beispiel an der Stelle, wo ein Kabel aus einem Kopfhörer kommt, ein Stück von 0,5 Zentimeter nicht mit der Plastikwandung umgeben ist. Und dieses Stück scheuert natürlich zuerst durch. Und dann wird der ganze Kopfhörer plötzlich nicht mehr brauchbar. Für mich als einen konservativen Menschen ist die Langlebigkeit von Produkten praktisch seit der Kinderzeit ein Gebot. Bei uns am Land ging man sparsam mit den Dingen um. Das begann bei den geflickten Hosen und das hat sich fortgesetzt über Geräte aller Art. Wir haben uns in den Wohlstandsjahrzehnten von diesen Dingen entfernt. Und deswegen möchte ich, Herr Kollege Maywald, Ihnen doch sagen, Sie müssen nicht so traurig sein. Auch die Konservativen sehen in der Langlebigkeit von Produkten ein wichtiges Ziel, vor allem auch, weil das Handwerkliche ja auch ein politisches Klientel der Konservativen ist. Ich bin überhaupt der Meinung, dass die Leute, die Repair-Cafés betreiben, die Vorreiter der künftigen Wirtschaftsweise sind. Und die Ergebnisse, die das Umweltbundesamt bei seiner Studie herausgebracht hat, die Studie hieß die Auswirkung der Nutzungsdauer von Produkten auf die Umwelt. Diese Studie sagt ja klar aus, dass der Rohstoffaufwand, den man braucht für ein neues Produkt, eine gewisse Energieeinsparung, die man mit dem neuen Gerät erzielt, in vielen Fällen aufwiegt. Es gibt ja auch die Liebhaber alter Autos, die sagen, also ich fahre da lieber mit meiner alten Kiste 15 Jahre, weil ich letztlich der bessere Umweltschützer bin. Es ist wohl so, wie mein Kollege Dr. Gebhardt ausführt, dass man eine Abwägung treffen muss. Was ist tatsächlich sinnvoll und wo wird politisch eingegriffen werden müssen? Und darauf möchte ich noch mal kommen. Also auch wenn in dem Elektronikgesetz national nur eine Sollvorschrift möglich ist, verklebte Akkus, die man nicht austauschen kann, sind nicht im Sinn der Kreislaufwirtschaft. Das sind Produkte, die nicht in unsere moderne Wirtschaft passen. Die Reparaturfähigkeit muss ein Kennzeichen der neuen Wirtschaft werden. Ein zweites, ich bin auch der Meinung, nach Rücksprache mit einigen, die in diesem Milieu tätig sind, in dieser Branche tätig sind, dass eine feste Aussage eines Herstellers, wie lange sein Produkt brauchbar sein wird, sehr viel bringen würde. Das ist dann ein Mittel im Wettbewerb. Wer eine gewisse garantierte Lebensdauer angibt auf seinem Produkt, setzt sich positiv ab von Mitbewerbern, die das nicht machen. Und deswegen passt das auch sehr wohl in unser System. Ich denke, wenn wir auf dieser Basis an dem Antrag weiterarbeiten und das Thema nochmal aufgreifen, dann werden wir das erreichen, was wir letztlich wollen, dass Deutschland führend in vielen Bereichen der Wirtschaft auf der Welt, auch in der Verlässlichkeit, führend ist in den Augen der Menschen. Denn nichts ärgert Leute mehr, als wenn durch eine winzige Kleinigkeit an einem Produkt etwas weggeworfen werden muss, was offensichtlich im Übrigen noch funktionieren würde. Ja.